So, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, Satisfactory mit dem Papi. Und wir sind ja immer noch hier bei der Phase 2, die jetzt hier gerade aktuell erstellt wird. So, ups, wir haben beinahe hier reingefallen. Die müsste hier hinten zusammenlaufen. Mal kurz schauen, hier haben wir die, hier haben wir da. Und hier hinten werden jetzt die Mehrzweck Gerüste produziert, aber ich sehe gerade, der läuft auf 45%, weil wir gar nicht genug Stahlträger produzieren. So, dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas verändern können. Das war natürlich das mein Depot zuerst, was ich natürlich hier in dem Container hatte. Aber wenn der natürlich hier... Aber der kriegt natürlich auch nicht genug Stahlbahnen, gell? Wie viel haben wir denn hier drin? Haben wir auch nicht genug drin? So, wo kommen denn die her? Mal kurz schauen. Die kommen von hier her. Der produziert... So, jetzt machen wir das mal anders. Machen wir das mal so. Der produziert jetzt... Pass auf, machen wir hier. 67 ist ein Blödsinn. Können wir das irgendwie manuell machen? Genau, 60 pro Minute, weil mehr fahren die Förderbänder aktuell eh nicht. Das sollte aber ausreichen. So, jetzt schießt der da 60 rein und teilt es hier jetzt auf. Einmal in 200 Stahlrohre, der ist aber untätig, weil hier voll ist. Also schießen alle eigentlich hier rein. Und hier braucht man 60 pro Minute. Die kriegen wir aktuell hier. Und dann gehen 15 Stahlrohre raus. Also mehr können wir nicht produzieren. Aber. Wir haben hier schon 352 Träger produziert so nebenbei. Also wird das früher oder später ausreichen. So, wenn ich den hier jetzt runterfahre, so, wir kriegen hier nur 15 Stahlträger pro Minute. Das bringt uns alles nichts, wenn wir den hochfahren, weil wir können hier mal 200 reinschmeißen. Dann kann er hier ein bisschen produzieren. Alles andere ist ein Blödsinn. Und dann kann er hier dort. Dann ist hier ein bisschen hochlaufen. So, was haben wir hier? Ah, okay. Okay. So. Hier laufen dann die Träger. Und die laufen dann. Hier. In die Maschine rein. So, jetzt brauchen wir dann später noch 100 Mal die automatische Verkabelung, aber das müssen wir kurz schauen. Die, glaube ich, können wir noch gar nicht. Genau, die haben wir noch gar nicht. Also kümmern wir uns um die Meilensteine. So, jetzt passen wir auf. Jetzt klauen wir uns mal. Haben wir hier drin. So, hier nehmen wir uns mal 50 raus. 25 brauchen wir. Dann. Das sind die Rotoren. Ja, die brauchen wir 100 Stück, gell? Brauchen wir 100 Stück. So, wie viel sind hier drin? Oh, hier wären 100 drin. Dann nehmen wir die mal raus. Dann haben wir genug. Dann brauchen wir 100 Kabel. Auch haben wir genug. Und 400 Eisenplatten. 200, 400. Die haben wir. Das heißt, ab in den Hub. Ab in den Hub. Und den Meilenstein, bevor es ganz dunkel wird, schnell abschließen. So. Und 400.
Und ab geht die Rakete. Da hebt sie ab. Milestone reached. Tractors permit pioneers to move around the world in a manner similar to using legs, except with wheels and the rampant consumption of natural resources. They can also be automated to self-drive and deliver resources between truck stations, which in turn facilitate automation of loading, unloading and refueling. Lass uns mal kurz schauen. Wir haben jetzt Logistik. Nix. Wo haben wir dann was? Ah, hier Transport. Schau, hier mal ein LKW. Das sind unsere Schlepper. Die können 25 Dinge können die von A nach B fahren. Aber brauchen wir dementsprechend Straßen dazu, kümmern wir uns jetzt nicht drin. So, Stufe 3 ist leer. Wir kümmern uns jetzt um Stufe 4. Das heißt, wir haben hier die automatische Verkabelung, die wir brauchen. Und das wird sozusagen unser nächster Meilenstein. Das heißt, wir brauchen Rohre. Ach so, wir können nichts einfüllen. Okay. Aber wir können sammeln gehen. Weil wir wissen... Wir wissen ja schon, was wir benötigen. So, die Rohre werden da hinten gebaut. Genau, da ist nämlich die Maschine gestanden. Weil der... Container voll war. So, jetzt besorgt. Jetzt nehmen wir die aber erstmal hier raus. Genau. Jetzt haben wir hier genug. Dann holen wir uns 100 von 200 Rotoren. Jetzt müssen wir ein bisschen suchen gehen. Irgendwo produzieren wir es. Aber mal hier ein bisschen Licht einschalten. Da, hier was sehen. So. Rot. 10 Rotoren. Wo sollen wir 200 Rotoren herkriegen? Wir müssen mal suchen gehen und die Beton, die haben wir hier unten. Okay, die hier, da stockt es auch ein bisschen. Okay. Verstärkte Eisenplatten, weil nicht genug Eisenplatten. Nachkommen. Moment. Das ist... hier sind wir falsch. Hier sind wir falsch. Hier ist der Beton. So. Nehmen wir ein bisschen was mit. Und jetzt müssen wir schauen. Ich glaube, wir haben hier... genau. Hier Rotoren, die wir produzieren. Wir könnten ja hier gleich noch mal 200 mitnehmen und da oben, was produzieren wir hier drin denn? Eisenplatten. Und warum hat er dann so ein Problem mit der Production hier? Warum sind hier zu wenig Eisenplatten drin? Warum produziert er hier zu wenig Eisenplatten? Weil wir hier keine Eisenbarren reinkriegen. Aber wenn wir hier kein Eisenerz rauskriegen. Ah, seht ihr, wenn wir hier nur 30 Eisenerze müssen hier auf 60 mal hochschrauben. Auf 200. Dann kann der hier Vollgas produzieren. Das heißt, er produziert auch 60 Eisenerz und er braucht aber 75 Eingang. So, dann machen wir hier 60 Eingang. Das passt, dann kann der durchlaufen. Der hat dann sozusagen keine... Genau, das passt auch. Und dann schiebt er hier hinten 45 Eisenplatten raus und 45 brauchen wir. Also läuft die Maschinerie hier wieder. So, und da hinten. Ja, Eisenstangen. Und stell da Rotoren her. Perfekt. Die laufen so dahin. Dann lassen wir das so. Okidoki. So. Dann schauen wir mal.
ob er schon wieder da ist. Oh, er ist schon wieder da. Das heißt 200. Dann haben wir. Wir haben zu wenig von den Kisten. Aber die müssten wir hier hinten holen können. Weil da müsste man normalerweise einen Überfluss haben. Seht ihr? Wie viel brauchen wir? 75 brauchen wir noch. Ja, langsam wird's eng. Warum haben wir hier so wenig Eisenstangen? Wo laufen die nochmal hin? Den Shredder würde mal sagen, wir nehmen das jetzt mal weg und lass es mal nicht in Shredder laufen, sondern lass es wirklich mal nur in die Production laufen. So, von wo kommt die? Von hier oben. Das ist das Konstrukt, das ich hier gebaut habe. Weil der hier, ja, bringt gar nichts, weil er nicht genug Eisenbahn reinproduziert. Okay, jetzt geht's wieder. Kamen jetzt die Eisenbahn wieder her. So, der schickt 75 Eisenbahn raus. Aber natürlich nicht genug hier rein, also können wir hier einen wegnehmen. Dann gehen hier 30 Eisenstangen raus. So, hier haben wir voll. Hier könnten wir kurz mal ein bisschen wegnehmen. Und dann hier haben wir leider keinen Container drin stehen. So, aber können hier mal 200 Eisenstangen reinschmeißen. Dann produziert er ein bisschen. So. Wir gehen zum Meilenstein. So. 100. Jetzt schauen wir mal, ob wir synchron vielleicht noch einen zweiten Meilenstein. Oh, Stahlbetonträger. Okay, die kriegen wir hier erst. Und Hypertubes. Ne, können wir nicht. Müssen den abschießen. Und dann hören wir der Ada schnell zu. Milestone reached. The Miner Mark II allows extraction of resources from nature to fix it at twice the speed of the Mark I model. Miners can be directly upgraded to Mark II without removing the Mark I model, just like conveyor belts and other upgradable infrastructure. Unfortunately, setting up the production of advanced steel parts and project part number 3, automated wiring, will not be as easy. Every moment you delay reduces the chances of saving humanity. I will not show you the predictions, it would only demotivate you. So, wir haben, wie ihr gerade vielleicht gelesen habt, einen Miner MK2. Das heißt, der extrahiert 120 Ressourcen pro Minute statt 60, verbraucht aber das Dreifache an Strom. Also statt 5 Megawatt verbraucht er 15. Und was wir definitiv brauchen, sind die Stahlbetonträger. Aber die können wir jetzt aktuell provozieren. Und die gehen aus Stahlträger und Beton. Wir können gerne hier mal ein paar produzieren, aber wir müssen uns überlegen, wo wir die Masse an Stahlträgern herbekommen. Ja, er nimmt es jetzt hier aus dem Depot raus, das wollen wir nicht. So. Wir können Motoren produzieren, da schau her, Herr Stachelbär. Machen wir mal ein paar Motoren. Aus Rotoren und
Statoren oder aus. Ne, da haben wir bis jetzt nur ein Rezept, gell? Genau. Nur ein Rezept. Boah, es dauert natürlich ewig hier drin in der Fabrik. Das müssen wir auf alle Fälle voll automatisieren. So, hier haben wir noch mal zwei Proteine. Dann schieben wir schnell. Wo haben wir sie? Schauen wir mal, haben wir hier genug. Ah, hier haben wir nichts. Nicht genug online. Hallo? So, und hier, wo haben wir die Motoren? Da sind sie. Oh, da haben wir sogar schon welche online. So. Hab 50, 100 Stahlträger. Energiespeicher brauchen wir nicht unbedingt, aber wir wollen ja, auf Stufe 5 kommen, aber dazu müssen wir natürlich erst Phase 2 abschließen. Also das ist jetzt als Meilenstein aktuell nicht so zwingend. Wir können hier gern mal die aktivieren, das was drin ist. Aber im Großen und Ganzen werden wir hier jetzt nichts produzieren. So, was wollen wir noch erledigen? 412. Wir haben können jetzt ja die automatischen Dinger bauen. Schauen wir mal, ob wir die schon synchron, die automatischen Verkabelungen, die werden aus Statoren und Kabeln gebaut. Und davon brauchen wir 100 Stück. Also brauchen wir 2000 Kabel. Die dürften kein Problem sein. Aber 100, das heißt 100 Rohre und Kupfer. So, schauen wir mal. Kupferdraht. Lagern wir, glaube ich, nirgendwo ein. Oder lagern wir hier Kupfer? Ne, hier laden wir keinen Kupferdraht ein. Wir laden irgendwie nirgendwo Kupferdraht ein. War ja ein bisschen viel. Das reicht jetzt, was wir hier gleich mal in der Hand haben. So, und wenn wir den jetzt mal umschalten hier und zu ihm sagen, produziere mal ein bisschen Draht. Wir haben noch keine intelligenten Splitter. Und dann könnte man sagen, Draht bitte hierhin und das bitte hierhin. So. Mal hier. Ja. Mal hier ein bisschen Draht reinlaufen. Da brauchen wir auch meilensteintechnisch hier 2000 Stück. Also das wird nicht ohne. Die lassen wir jetzt mal hier reinlaufen. Produzieren wir nirgendwo anders Draht? Mal kurz schauen. Haben wir echt den Fehler gemacht, nirgendwo Draht zu produzieren? Mal dahinter schauen. Da hinten wird nur Strom produziert. Und hier wird nur Beton produziert. Hier hinten haben wir nur den Strom. Boah, es ist echt bitter. Das ist echt bitter. Hier wird definitiv, hier ist alles eisentechnisch. So, jetzt müssen wir echt noch mal schauen, ob man irgendwo da haben wir sie. Haben wir ja gar keine Props. Aber natürlich nicht viel, gell? So. Natürlich nicht viel. Das heißt, wir wollen. Was wollten wir produzieren?
Schau mal, hier können wir ein bisschen was produzieren. So. Die wollten wir produzieren, genau. Hier wollten wir produzieren. Und die müssten wir jetzt fast automatisch produzieren. Aber wie kriegen wir die Dinger hier hoch? Ja, das ist das, wenn du nichts zentral einlagerst, dann hast du natürlich ein Problem mit den... Wow, und ich kann die automatische Verkabelung, kann ich hier drin gar nicht produzieren. Nein, die geht gar nicht. Die geht gar nicht. Lass uns mal kurz schauen. Die geht tatsächlich. Ja, automatische Verkabelung geht nur im Fabrikator. So. Dann heißt's, wir müssen uns hier irgendwo. Es läuft hier alles. Irgendwo mal schnell einen. Wir stellen uns jetzt einfach mal hier einen Fabrikator hin. Hallo? So, einfach mal hier hin und geben ihm mal hier von hier einfach mal gegen Strom. Hallo? Und sagen, wir sollst eine automatische Verkabelung bauen. Das heißt, zap zap. Nun können wir ja, 20 Stück bauen. 100 Stück brauchen wir. Wir holen sie immer wieder raus. Das ist doch nice. Lass es einfach mal laufen. Lass es doch mal laufen. Und dann sehen wir weiter. So, dann brauchen wir hier. So, wo waren wir? Statue. Die könnte man eigentlich auch. Geht es wieder da? Stator, die können wir auch über einen Fabrikator produzieren, weil das dauert mir echt too long. So, bauen wir ein zweites Mal hier hin. Jetzt werden wir hier keinen Strom nicht haben, oder? Oder kriegen wir von hier hinten das zu? So, der hier. Kriegen wir hier hin, perfekt. Und zu ihm sagen wir, produziere das. Und das heißt, hier Stahlrohre rein und Draht rein. Ja, es ist alles nichts. Alles nichts mit Vorratbehälter ideal produziert. Aber es läuft ein bisschen dahin. Und wir haben das ein oder andere. So. Holen wir uns hier noch ein bisschen was raus. Dann kann der hier wieder nachproduzieren. Da haben wir jetzt dann dementsprechend genug. Und dann setzen wir hier mal 200 rein. Und den Draht. Und dann lassen wir den mal produzieren. So, was brauchen wir hier? Hier haben wir noch ein bisschen Draht. Ja, seht ihr, dann haben wir schon 5-mal automatische Verkabelung. Was willst du denn mehr? So, der ist voll. Der ist voll. Ja. Dann lassen wir das mal hier hochlaufen. So. Der ist voll. 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 Ja, auch fast voll. Aber was mit dem? Ah, cool. Dann lassen wir die hochlaufen. So. Dann würde ich sagen, war es das im Groben und Ganzen für heute.
wir haben hier unsere automatische Verkabelung. Ja, da müssen wir schon ein bisschen mit Depot arbeiten, weil das sind hier 10-mal automatische Verkabelung, dann ist es vorbei. Aber wir haben natürlich auch keine Straktoren, aber wie produzieren wir hier? Wie produzieren wir hier? Ja, da muss ich mir was überlegen. Eventuell sourcen wir die hier raus, dass ich hier ein bisschen weiter baue und die dann einfach dementsprechend nach draußen produziere. Ja, muss ich mir was überlegen. Sehen wir uns im nächsten Teil. Und ich sage danke fürs Zuschauen, der Papi.